Schön, dass ihr wieder da seid bei Let's Play Deponia, Folge 48. Der Streuner und die Teigtaschenfrau sind am Start. Nein, natürlich ist die Elana mit am Start. Ich bin nicht die Teigtaschenfrau, aber hallo erstmal. Ein kleines Späßchen zu Beginn. Also irgendwie schmerzt sie hier. Ich glaube, da sitzt was unter ihr. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal im hintersten Loch an. Im hintersten Loch. Ja, hier, oh. Ich sagte Oh. ja nur, dass ich es Der unglaublich finde, Psychologe, oder? dass Sie Ihre Stricke direkt neben meiner Praxis verkaufen. Ich Das weiß kann nicht, sein. wovon Sie sprechen. Guck mal, wie geil Ich das ist. bin Da sitzt der Psychologe und Ihnen daneben nicht verkauft einer Stricke. unglaublich. Ihre Kundschaft scheint derselben Ansicht zu sein. Seit der Organon die Ja, Fassade nicht zwischen unseren schlecht. Geschäften zerstört hat, Lieber ein hat sich Strick oder meine doch zum Kundschaft Psychologe? einfach. Und im Gegensatz zu Ihnen ist bei mir noch nie ein Kunde zurückgekommen, um sich zu beschweren. Das, vergessen Sie es, Ist schon noch nie ein geschehen. Kunde zurückgekommen, um sich zu beschweren, also, Das heißt, die aha. Stricke sind stabil. Ja. Was ist hier? Arzneischrank. Finger Guck nicht weg. so. Die Oh Mann. Antidepressiva sind nur für Patienten, für die noch Hoffnung besteht. Okay. Bin ich damit ein hoffnungsloser Ein Fall? ganzer Schrank voller verschreibungspflichtiger Psychopharmaka. Also wenn ich Aber Bosulan vielleicht nicht gibt wieder er dir dein aufnehmen kann, dann glaube Antidepressivum, ich. weil du ja, du hast ja Ich hab die Rufus. ärztliche Überweisung. Ach so, stimmt, hab ich. Ich hätte Red mal gerne erstmal eine mit ihm. Therapiesitzung. Das geht nicht so einfach. Sie brauchen eine ärztliche Überweisung. Ja, Muss die das haben wir wirklich doch. sein? Mein Hausarzt ist nicht gut auf mich zu sprechen. Als ich zuletzt bei ihm war, hat er mich ins Gefängnis gesteckt, weil ich Feuer im Rathaus gelegt habe. Aha, Sie sind richtig hier. So viel steht fest. Aber Sie müssen sich erst eine Überweisung besorgen. Na gut. Und ich besorge mir derweil einen größeren Notizblock. Ja, dann besorg mal. Ich hab ja jetzt hier schon eine da. Ich habe eine ärztliche Überweisung. Darf ich mal sehen? Tja, das scheint alles seine Ordnung zu haben. Dann legen Sie sich doch bitte auf die Couch. Na, Sie sind ja von der schnellen Truppe. Sie könnten wenigstens ein bisschen romantische Musik anmachen. Einfach nur hinlegen, okay? Schon gut. Also gut, beginnen wir damit, dass Sie mir erzählen, warum Sie hier sind. Ich habe da diesen Freund. Ein Freund. So. Ich verstehe. Was fehlt ihm denn? Ich weiß auch nicht. Er liegt den ganzen Tag nur rum und tut nichts. Nun, was sollte er denn Ihrer Meinung nach tun? Na, sich nützlich machen. Die Welt retten und so. Die Welt retten? Meinen Sie nicht, dass das für einen Menschen etwas zu viel verlangt ist? Na klar. Glaube, das nehme ich gleich mal mit hier. Es war immer knapp, aber ausgerechnet kurz vor dem Ziel. Matsch, Ofen aus. Tote Hose. Nun, ich kann Ihren Freund gut verstehen. Das ist ja ein enormer Druck, der da auf ihm lastet. Wahrscheinlich hat er Angst. Ja, aber natürlich. Das würde zu ihm passen. Außen Störtebeker, innen Schlotterhose. Und vollkommen zu Recht, wie ich finde. Die Welt retten, das ist eine riesige Verantwortung. Er kann sich ja nicht dreiteilen. Na, wie viel ist denn noch Im da? Gegensatz zu mir. Ganz Was? genau. Von den Ja, Gummibärchen. wie bitte? Mir ging es ja auch Oh, ziemlich das sind noch mies, als ich welche. die Ich esse ja Leute. immer nur ein Aber paar. warten Sie mal. Ach so. Ganz langsam. Was allerdings noch nie zu Rationiert irgendeiner quasi. stressigen Wiederauferstehung Genau. führte. Und natürlich, dass ich meine Freundin getötet hatte. Okay. Eins nach dem anderen. Warum erzählen Sie mir nicht einfach ein wenig von sich selbst? Ich habe oft das Gefühl, nicht dazuzugehören. Wozu? Na, zu allem halt. Zu Deponia. Sie wünschen sich also, mehr integriert zu sein. Um Gottes Willen, nein. Ich will einfach nur weg. Ich gehöre nach Elysium. Leider ist das doch schwerer als gedacht. Zumindest, wenn ich verhindern will, dass der Planet dabei in die Luft gesprengt wird. Aha. Ich habe Angst davor, mich in jemanden zu verwandeln, der ich nicht sein will. Zuletzt sah ich ihn gestern beim Zähneputzen. Im Spiegel. Genau. Was ist denn so furchtbar an ihm? Wissen Sie, Golds Ex-Verlobter ist Elysianer. Ein echter Widerling. Sie haben das Gefühl, Sie müssten seine Rolle einnehmen? Das ist der Plan, ja. Und das beunruhigt Sie natürlich. Ich hasse diese Rolle. Sie wollen sich nicht länger verstellen. Ja, genau. Wow. Ich bin beeindruckt. Es ist bemerkenswert,
wie sie diese komplexen Metaphern einsetzen, um ihr Innenleben zu beschreiben. Was setze ich da rein? Ich rede doch nicht von irgendwelchen Metaphern. Ich rede von meinem bösen Doppelgänger. Aha. Generell finde ich im Laufe der Spiele immer mehr Texte gekommen, ne? Ja, wie schon. Zumindest kommt es so vor. Ja. Früher hat ja nur Toni rumballert. Ist, dass sie in die genau. Kanalisation gespült wurde. Sie ist ja immerhin noch ein Baby. Aha. Ich denke, ich habe mega in einer Klatsche. Oh ja. Wahrscheinlich gibt es für dich bloß noch das Seil und keine Tabletten. Mehr als drei teilen kann ich mich ja nicht. Auf mich wirken drei teilen. Noch ganz entspannt. Ach so, Sie denken, ich rede von mir. Nee, ich bin cool. Ich meinte die anderen beiden Ichs. Ich fürchte, das wird mir gerade ein wenig zu kryptisch. Sie stehen offenbar unter großem Druck. Aber manchmal ist die beste Lösung, einfach zu kapitulieren. Wäre das denn wirklich ein Weltuntergang? Ja, hören Sie mir überhaupt zu? Ich war tot. Sie meinen, Sie hatten eine Nahtoderfahrung? Nein, da geht's nicht mehr. Was haben Sie erlebt? Erst war alles wie ein Albtraum. Dann erinnere ich mich an ein Licht. Und schließlich bin ich vor meinen Schöpfer getreten. Wirklich? Ja, er heißt Hermes. Cooler Typ eigentlich. Zu dumm, dass er sich meinetwegen umbringen musste. Aha. Ich könnte von meiner Kindheit erzählen. Sehr gerne. Mein Ziehvater war Bürgermeister in unserem Dorf. Am Anfang hat er mich noch mit ins Rathaus genommen. Aber irgendwann bekam ich Hausverbot, weil ich versehentlich der Schrapnellküste den Krieg erklärt hatte. Danach war ich meistens allein zu Hause eingesperrt. Sie hatten keinen Schlüssel? Nein, ich war ja noch sehr jung. Aber als ich dann 4 wurde, habe ich gelernt, wie ich die Handschellen mit dem Bügel aus Opas BH aufbekomme. Aha. Lassen Sie uns das Thema wechseln. Ist es Ihnen etwa unangenehm, all diese Dinge von sich offen zu legen? Oh nein, ganz im Gegenteil. Tja, das sollte es aber. Ich bin eigentlich nicht zum Quatschen hier. Sie erwarten Resultate. Das ist ganz normal. Wenn es Ihnen schwerfällt, über Ihre Probleme zu reden, können wir auch mit etwas anderem anfangen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Rorschach-Test? Oha. Das wird das mit Bilder ablesen, oder? Es ist ein Assoziation. Also der gist einmal auf so ein Bild drauf und dann soll man rauslesen, was man aus diesem Bild erkennt. Ah, okay. So circa, so Farbkleckse. Viel besser als beispielsweise mein Vater. Okay, dann lassen Sie uns doch einfach mal anfangen. Bin gespannt. Ich meine, los geht's. Den musst jetzt du machen. Also... Was erkennen Sie auf diesem Bild hier? Ich würde sagen, Elysium startet in Richtung Utopia. Also, was ich sehe, steht da nicht drauf. Elysium startet. Was siehst du denn? Richtung Utopia. Und das nichts Jugendfreies. Da unten sieht man auf jeden Fall zwei Pobacken. Was sieht man da? Zwei Pobacken. Und einen weiblichen Unterleib. Einen unrasierten. Mit leichten Tattoos überm Schambereich. Okay, du hast wirklich eine blühende Fantasie. Hast du es nicht gesehen? Da unten waren zwei Pobacken, dann war hier eine Ritze, dann war hier so ein Dreieck wie so ein Busch und darüber waren noch ein paar Tattoos. Okay. Also bei dem Bild und davor. Jetzt darfst du erstmal sagen, was du hier siehst. Also für mich würde da jetzt gar nichts passen. Ich würde jetzt die Funke-Elfe nehmen. Die Bezaubernde. Mhm. Ja. Und was siehst du? Das da oben sieht eigentlich aus wie Herzchen. Aber wenn man so einen Gesamteindruck nimmt, könnten das so zwei verschränkte Knochen sein und so eine Art Hunde- oder Drachen-Totenschädel. Eine bezaubernde Funkelelfe. Bitte was? Na, eine Funkelelfe, wie im Märchen.
Aha. War das falsch? Dann würde ich nämlich gerne meinen Joker benutzen. Es geht hierbei nicht um richtig oder falsch. Es ist nur... Die meisten Leute erkennen etwas anderes auf diesem Bild. Die anderen sind ja auch Idioten. Die würden eine Funkelelfe nicht mal erkennen, wenn sie ihnen in den Hintern stiege. Okay. Interessant. Gehen wir zum nächsten Bild. Was erkennen Sie hierauf? Oh, yes. Ich würde sagen, der große Held. Für einen großen Helden. Mich, meinst du? Mhm. Ich sehe einen großen Helden. Mich. Bitte bleiben Sie ernst. Hä? Für mich sieht es nach einem kleinen Teufelchen aus. So, das war's. Wenn Sie lieber herumalbern, anstatt mir ernsthafte Antworten zu geben, sind Sie an der falschen Adresse. Aber ich habe doch nur... Oh, jetzt schmeißt er uns zum Strick rüber. Auf jeden Fall sollten Sie erst recht gehen. Für Leute wie Sie gibt es hier keine Therapie. Sie sollten es vielleicht mit Exorzismus machen. Und bitte halten Sie sich so weit wie möglich von mir fern. Okay. Gib mir was. Finger weg. Okay, er will nicht. So, dann geht's da zurück. Warte mal, versuch mal, ob du nochmal das machen kannst. Vielleicht war das ja wieder so wie so eine Art Minispielchen, wo man die richtigen Antworten finden muss. Ja, vermutlich. Aber ich habe keine Ahnung, welche. Na gut. Das Kartenspiel. Frag mal nach Medikamenten. Medikamente verschreiben? Ach, das dauert mir ja alles viel zu lange. Während wir hier quatschen, ist ein Teil von mir bereits auf halbem Wege nach Elysium, während der andere immer noch irgendwo in der Kanalisation rumsteigt. Bravo! Das war eine sehr bildhafte und äußerst präzise Selbstanalyse. Sie machen enorme Fortschritte. Werde ich Ihnen doch jetzt keine Medikamente verschreiben? Blöder Mist. Oh, da kam wieder irgendwas. Ja, also wir müssen erst noch rausfinden, was wir da brauchen. Kommen Sie gern wieder, wenn Sie bereit sind, die Therapie ernst zu nehmen. Na klar, kommen wir wieder. So, dann haben wir hier unten einen Setzkasten. Der läuft jetzt da runter, oder was? Ah, okay. Ich hab gedacht, gehen wir erstmal die Seite durch. Da ist jemand an der Tür! Buh. Ich hab's gehört! Scheuch ihn weg! Ich brauche Ruhe für die Cover-Story! Du weißt schon, über den Idioten, der uns alle beinahe getötet hätte! Ja, ich weiß! Psst. Rufus, komm rein! Aber bitte ganz leise, ja? Irk, wie in... Irgendwofür wird man das ja wohl gebrauchen können. Da ist ja nur ein einziger Buchstabe im Setzkasten. Das jetzt nicht mehr. Irk. Wird es denn gar nicht gebraucht? Nein, wofür denn? Es gibt kaum ein Wort, in dem es vorkommt. Und über Satyrklauen haben wir bereits in unserem Winterspecial mythologische Körperextremitäten berichtet. Hm. Ich glaube, Toni hatte die Ausgabe. Warum eigentlich? In der Cover-Story ging es um Zentauren und ihre... Ah ja, schon klar. Ich erinnere mich wieder. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich nicht. Wenn sich Barry gut anstellt, darf er irgendwann mal meine Biografie abtippen. Ach, das ist Barry. Hey Barry, warum so traurig? Ach Rufus, es ist furchtbar. Alle sagen, dass du kein Held, sondern ein Idiot bist. Hm. Das war doch unser Fanboy, oder? Der die Fotos gemacht hat. Und das weißt du. Ich weiß nicht. Ich dachte gerade, woher kenne ich ihn? Ich habe kein einziges Foto deiner Heldentaten schießen können. Du bist halt kein so guter Fotograf wie ich. Wenn ich doch nur ein Foto als Beweis für deine Selbstlosigkeit hätte. Ja, das wäre super für mich. Weißt du was? Ich mache dir einen Vorschlag. Ich suche ein Motiv für eine weitere Heldentat und du bekommst dein Foto. Einverstanden? Das wäre zu schön. Bin sofort wieder da. Wir brauchen eine Heldentat. Na super. Druckerschwärze. Nehmen wir alles mit. Jetzt können wir irgendwo lustige Jörgs hinmachen. Was ist ein Fingerfokus? Wo habe ich denn das jetzt her? Ach, stimmt ja. Ich brauche noch ein geeignetes Motiv für eine Heldentat. Immer ach! Ah, okay. Stifler. Bosus Mom.
Heldentat. Findest du nicht lustig? Doch, ich grinse. Na, da kann die lange suchen. Und wir haben den Buchstaben. Irgendwofür wird man das ja wohl gebrauchen können. Bleisatz. Es ist noch zu früh für Schwarzmalerei. So, wahrscheinlich kann man da Farbe dran machen. Könnte ich jetzt meine Initialen überall hinstempeln. So, ein Erger. Erger. Besucht ist männlich. Davon habe ich zwar. Der Brief ist dann... Den wollt sie ja nicht haben, den Brief. Na, der Diener. In Liebe, dein Papa. Echt? Ja, ja, ja. Schön. Langer Kommentar. Okay, da habe ich jetzt nichts mehr gesehen. Die Klingel kann man nicht anklicken. Dann haben wir den noch, den Redakteur. Besser, ich störe ihn nicht. Er sieht grimmig. Okay, er will nicht mit ihm reden. Dann gehen wir mal zum Strickmeister. Hm? Wenn wir da hinkommen. Und da werden Tiere. Ey! Ach, du musst bestimmt hochgehen. Ach, du meinst in die andere Tür. Bleib mal da. Bleib mal da. Ich rede schon mit ihm. Nee, er läuft jetzt rüber zu ihm. Jetzt. Einen schönen guten Tag, der Herr. Wollen Sie einen Guck mal gleich. Kaufen? Hier finden Sie für Hals genau das Richtige. Hm. Was gibt es denn für Finanzierungsmöglichkeiten? Ein Mann mit Galgenhumor, das gefällt mir. Aber wir akzeptieren hier nur Bargeld. Es sei denn, natürlich, Sie nehmen an unserer Rabattaktion teil. Ab 30 Punkten erhalten Sie einen Toaster mit Aufsatz für die Badewanne. Tja, ich weiß nicht so recht. Ich denke, ich schaue mich erst einmal um. Natürlich. Hören Sie das und zögern Sie nicht zu fragen, falls Sie Hilfe beim Anprobieren brauchen. Cooles Werbeschild. Moostherapeutische Stricke, die günstige Alternative. Schick, die würden Goll bestimmt auch gut stehen. Hm, oder Toni. Hm, samtig, das schmeichelt dem Hals. Was ist nochmal aus Toni geworden? Tja, die ist ja bei den Rebellen mit dabei, ne? Ach stimmt, ja, ja. Samtig, das schmeichelt. Dann sehen wir sie bald wieder, wenn wir im Rebellenlager ankommen. Hm, hast du schon Sehnsucht nach ihr? Ein bisschen. Eleganza, der Strick für die modebewusste Frau. Willkommen in Morbid Mode. Jetzt guck doch aber mal da beim Psychologen. Da ist doch da wie so eine Kiste da vorne. Das da. Hast du da schon mal geschaut? Das da. Hm. Ja. Gut. Nicht aufregen, guck mal doch gleich. Ich wollte mir ein bisschen die Strickschilder anschauen. Zwei Stricke zum Jetzt guck doch mal. Ja, jetzt reden wir mal mit dem. Ich hab's nicht fünfmal gehört. Du hast es einmal angefangen. Also, dann brauchen wir Geld für einen Strick. Wir müssen den irgendwie vollquatschen, dass er uns was gibt. Und für den müssen wir ein Foto machen und den soll man in Ruhe lassen. Sehr schön. Wenn das jetzt die zweite Tür hier auch schon war, dann haben wir hier eigentlich alles durch in der Ecke. Teigtaschenfrau. Geht's da hinten noch weiter? Da. Da geht nichts mehr. Nur noch da. Und da ist wahrscheinlich das Rebellenlager. Ist das Toni? Nee. Das ist die Schwertfrau, gell? Alter, Lotti ist wieder da. Kennst du noch Lotti? Die war doch da im Rathaus drin gehockt. Ohne Antenne. Antennen finde ich scharf. Nur mal zur Info. Diesmal breche ich sie absichtlich ab. Also, ich meine natürlich, ich richte sie neu aus. Ein kleines Stück noch. Ups. Antennen kann man auch immer brauchen. Es ist wirklich so schwer, die Dinger stabil hinzubekommen? Der Empfang ist okay, aber mit hoher Sicherheit erwische ich über diese Frequenz nur idiotische Warmblutfunker. Was bimmelt? Ne, kommt nichts raus. Doch. Sorry, ich hab mich verwählt. Ich
wollte sie gar nicht kontaktieren und ich werde sie nun weiter schuften lassen. Bitte was? Wir sollen alle Behälter öffnen und die Zombie-Viren in die Luft entlassen? Was? Nein! Over! Abbruch! Abbruch! Passwort verifiziert. Virenbehälter geöffnet. Ich hoffe, Sie wissen, was Sie... Ah! Ja, Ihnen auch einen schönen Tag. Oh, wir haben irgendeinen Erfolg gemacht. Sie wirkt ganz schön verbissen. Stand dran als Text, ich hab's nicht mehr gesehen. wieso hängt denn das Ding jetzt so? Jetzt. Ich komm da nicht rüber. Ne, ich krieg beide nicht rein. Also irgendwie tut das nicht richtig. Ich kann später noch entscheiden, was ich mit nach Elysium nehme. Ah, ein Seitenschneider wäre. War da was zum Anklicken? Da. Das ist die obere Aufstiegsstation. Irgendwo da oben wartet das letzte Hochboot nach Elysium. Da oben kommt man dann noch zum Tor. Mhm. Ja, dann reden wir doch mal mit St. Bambi. Oder Sergeant wahrscheinlich, SGT. Und Sergeant Private. Bambi, genau. Und Private Lottie. Warum habt ihr euch als Männer verkleidet? Erstens sind das unsere Uniformen. Wir sind jetzt Offiziere des Widerstands. Offiziere, köstlich. Und zweitens heißt das jetzt Private Lottie und Sergeant Bambi. Hm, Sergeant Bambi. Hörst du das, Lotti? Ich glaube, Rufus macht sich über uns lustig, Sergeant. Offensichtlich ist er auf der Suche nach einem Satz der Zähne. Ladies. Bist du wieder vom Stuhl gefallen? Nee, das war der Deckel von meiner Wasserflasche. Wo sind die echten Rebellen? Wie meinst du das, die echten? Denkst du, das hier ist nur ein Traum oder was? Wenn ich dich pieksen soll, ich hab hier eine Nadel. Mit der komme ich im Zweifelsfall bis auf die Knochen. Nein, ich meine doch die echten Rebellen. Janosch, Garlef, Liebold, die alte Truppe eben. Ach so, die. Janosch ist, soweit ich weiß, auf einer Mission. Garlef und Liebold sind im Lager, gleich hinter dem Tor dort. Hm, da müssen die wohl erstmal reichen. Ihr seid jetzt also auch beim Widerstand. Was dagegen? Aber nicht doch, Sergeant Bambi. Was ist daran so lustig? Naja, es ist lustig, weil ihr Frauen seid. Verstehst du? Ach, herrje. Ich wusste ja, dass du ein Idiot bist. Aber ein sexistischer Idiot? Was? Nein. Das hat doch nichts mit Sexismus zu tun. Manche Dinge passen einfach nicht. Frauen beim Widerstand. Das ist so, als würde man einem Wombat... Alter, ich möchte ihn gerade verhauen. Hoho, Sombrero! Siehst du? Da muss selbst Lotti schmunzeln. Und das liegt ja nicht daran... Irgendwie hat er ja recht. Also, wenn man die Mehrzahl von Widerstand nimmt, dann ist es ja Widerständer. Das hört sich jetzt überhaupt nicht weiblich an. Nützliche Tiere! Exakt, wie Frauen. Jetzt sagt sie nichts mehr, die Elana. Da kann sie nur mit dem Kopf schütteln und darüber nachdenken, wie sie dir die Finger in die Augen piekt. Hört sie nach Toni an. Das wüsste ich aber. Mhm. Da wäre ich ganz so Toni. Egal, wer das schon wieder ist. Untersteht ebenfalls meinem Kommando. Ich bin nämlich der Anführer. Netter Versuch, Rufus. Aber wir kennen den General. Und du bist es nicht. Den was? Den General? Squad-Leaderinnen, Generäle? War ich denn wirklich so lange weg? Dann will ich mal nicht länger stören. Tu nicht so. Na gut, ich habe nicht genug Zeit, euch länger zu stören. Besser. Wir haben auch noch den Blauen danach, gell? Mhm. Und wir haben noch einen Schnulli bei dem rumliegen. Falls wir den wiederfinden. Na, dann gucken wir mal ans Tor. Oh, warte, wenn es sich bewegt, dann bewegt es sich. Vielleicht geht da noch was. Komme ich da noch weiter? Hm. Nee, weiter geht's nicht. Aber ich sehe sonst hier nichts mehr, außer die beiden Hübschen und das Tor. Du findest Lotti also hübsch.
Oh ja. Huhu, aufmachen. Ja? Liebold, so ein Glück. Ja, nun lass mich rein. Kennen wir uns? Bitte was? Ich bin's, Rufus. Du wirst doch wohl deinen Anführer erkennen. Du siehst aus wie Rufus. Aber du kannst es nicht sein. Rufus ist mit Janosch zur oberen Aufstiegsstation vorgestoßen. Hä? Aber ich bin doch hier. Ah, das ist der andere. Ja, okay. Ich habe jetzt keine Zeit für diese Spitzfindigkeiten. Wer hat hier die Verantwortung? Wir haben jetzt einen neuen Anführer. Gut, dann lass mich rein. Ich wette, der neue Anführer heißt Toni. Wer garantiert mir, dass du kein Spion des Organon bist? Das ist doch die Höhe. Ich habe diese Anführerin gesagt. Gibt es irgendwen, der das Toni hat bestimmt eine Geschlechtsumwandlung gemacht. Genau. Das ist bestimmt die Squad-Leaderin. Das ist zwar Beamtenwillkür in ihrer schärfsten Form, aber kein Problem. Ich bin gleich zurück und du kannst dich schon mal auf ein paar Liegestütze vorbereiten. Jetzt habe ich nicht richtig verstanden, was sie von uns wollten. Du sollst einen Bürgen finden. Bürgen? Hm. Der kriegt gleich die Antennengabel sonst wo hingeschoben. Bürgen. Ja, dann hole ich jetzt die Mutter vom Boso. Die bürgt gleich doppelt. Hm. Also was können wir mit dem ganzen Gelumpe hier jetzt anfangen? Ich habe keine Ahnung. Gehen wir mal wieder zurück. Also ich glaube, wir haben mit dem Charakter jetzt alles der Reihe nach durchgekundet. Wir könnten irgendwelche lustigen Sachen da hier geben. Aber wir gehen gar nicht dahin. Die Muftis bekommen gar nichts von mir. Laut Generationenvertrag schulden sie mir noch eine abgeschlossene Ausbildung, Querflötenunterricht und einen oberen Planeten. Ich nehme stattdessen aber auch gerne den Sportwagen. Okay. Also wenn er denen gar nichts geben will. Diese Gruftis laut ja, dann bringt bei allen den gleichen Spruch, er will niemandem was geben. Puh. Gib den Brief doch mal dem Opa. Das versuche ich lieber nicht nochmal. Ich will ja nicht die Stimmung verderben. Ist das ein Brief? Woher hast du den? Postgeheimnis. Dann gebe ich den Boso. Da, dein Papa ist tot. Steh auf. Hier ist ein Brief von deinem Vater. Was? Das heißt, warte mal, mochtest du deinen Vater? Aber ja. Hm, nee, dann glaube ich nicht, dass dich das aufmuntern würde. Hm, okay. Hey, Boso, sag mal Irk. Nah dran. Momentan ist er nur sehr eingeschränkt arbeitsfähig. Er hockt nur da, glotzt in die Luft und murmelt unverständliches Zeug. Er könnte noch Spieleautor werden. Ich bekomme gerade einfach keine Verbindung zu ihm. Immerhin bringt er da verschiedene Sprüche. Ich würde ihm ja einen Bart malen, aber er hat schon einen. Ich hätte gern seinen Teddybär, warum auch immer. Der erinnert mich so von den von Mr. Bean. Was soll denn das für eine Heldentat sein? Es gäbe ja nicht einmal Explosionen. Oh, jetzt sind wir ins Wohnzimmer gegangen. Was haben wir sonst noch in der Tasche, wo ich noch nicht ausprobiert habe? Babyphone. Keine Sorge. Ich passe auf deinen kleinen Bruder auf, solange du ausgenockt bist. Nein! Keine Panik. Ich kann gut mit Kindern. Ich werde ihm ein paar Tricks beibringen. Er kann mir zum Beispiel bei meinem Sägetrick assistieren. Ach komm, da kann nichts passieren. Baby Boso ist doch viel kleiner als du. Ich glaube, ich habe jetzt alles an ihm ausprobiert. Der braucht erstmal Medikamente. Willst du der Mutter nochmal versuchen, dir einen Brief zu geben? Irgendwas muss er damit anzufangen sein. Ja, die wollte ihn ja nicht. Das versuche ich lieber nicht nochmal. Ich will ja nicht die... Ja, okay. Aber vielleicht finden wir was anderes. Vielleicht ein bisschen Bodypainting oder so. Ah,
Habe ich dich nicht schon mal auf dem Cover einer Modezeitung gesehen? Aber Rufus, du Charmeur, du weißt, wie man eine einsame Frau aufmuntert. Ach, wenn ich nur ein bisschen jünger wäre. Wie er immer oben rausstellt. Wozu braucht Baby Bo so ein Funkgerät? Der kann ja nicht mal sprechen. Gegenfrage. Wozu brauchst du ein Gehirn? Wozu braucht er einen Zahn? Und dass man ihm noch einen ausschlagen kann. Der ist echt ein Krümmel-Opa da. Das habe ich ihm schon tausendmal gesagt. Aber er wollte ja unbedingt Frachterkapitän werden. Er hätte Feuerwehrmann oder Ninja werden. Oder. Ach, schon wieder vom Stuhl geflogen. Nee, nur anders hingesetzt. Ich meinte eher so etwas wie... Pirat? Ganz genau. Vielleicht will der Opa das Schild haben, das könnte man auch noch ausprobieren. Habe ich dich nicht schon... Aber du... Es ist das gleiche wie bei der... Wie bei der Farbe, okay. Dann das Wichtigste. Nur weil es ein großes Opfer wäre, macht es das nicht automatisch zur Heldentat. Alte Leute aus brennenden Häusern zu retten, wäre schon sehr heldenhaft. Aber irgendwie gefällt es mir hier. Anzünden. Einen Briefträger aus der Klemme helfen? Damit komme ich ja nicht mal in den Anzeigenteil. Okay, wir müssen damit vielleicht alles irgendwie mal durchgehen. Na, wir wollen da nicht hochgehen, bleib hier. Die Antenne habe ich noch nicht an ihr ausprobiert, oder? Was hast du? Naja, was soll sie mit einer Antenne? Du bist der Bastler, nicht wahr? Ich mag. Ach, zumindest sagt sie was anderes jetzt. Handwerklich begabt sind. Papa Boso war auf diesem Gebiet eine komplette Niete. Nicht nur auf dem. Hä? Okay, ich glaube, wir haben alles an ihr ausprobiert. Dann probiere ich das Zeug jetzt eben noch beim Opa aus. Was für ein Empfang. Hast du in letzter Zeit mal die Zeitung gelesen? Nicht außerhalb der Schrottballsaison, nein. Da denken sie sich immer die abstrusesten Schauergeschichten aus, um das Blatt voll zu bekommen. Klimakollaps, Lepraviren, Meteoriten, Nanoroboter, Ölknappheit. Weswegen soll die Welt denn dieses Jahr untergehen? Planetensprengung. Tja, ich hatte auf Pandemie getippt. Irgendwas mit P halt. Antenne wollte nicht, Bild machen konnte man auch nicht. Hast du in letzter Zeit mal die Zeitung? Okay, das sind die gleichen Sprüche. Dann gehören die zwei Dinger wahrscheinlich zusammen. Vielleicht braucht Boso einfach einen richtigen Job. Das habe ich ihm schon mal eher. Da hat er ja schon vorhin reingequatscht. Babyfon. Wozu braucht Baby? Der kann ja nicht mal Gegenfrage. Ja, der bringt's gleiche wie wenn man es der Mutti hinhebt, oder habe ich es vorhin falsch hingehoben? Wozu braucht Baby? Der kann ja nicht. Ach, da quatscht er einfach dazwischen. Okay. Dann könnte man aber noch. Was muss ich doch da. Aber was? Würde ich so ein. Also dann denke ich. Machen wir hier Feierabend und nächstes Mal gucken wir wegen Schnulli oder gucken wir mit dem Blauen weiter. Hm? Genau. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.